Plastiroot Rollgrip und Rollplast sind zwei ausrollbare, lösungsmittelfreie Straßenmarkierungsmaterialien, die mit einem Peroxidinitiator aushärten. Sie wurden für den Handauftrag mit Farbwalzen entwickelt. Der Unterschied zwischen den beiden ist die Menge der Textur, die Sie erreichen können. Je nach Bedarf wählen Sie Rollplast für eine feinere Textur und Rollgrip für eine stärkere Textur. Sie müssen nur die beiden Komponenten mischen und mit einer Walze auftragen. Hier wird Rollgrip eingesetzt. Bevor Sie mit dem Auftragen beginnen, stellen Sie sicher, dass der Untergrund trocken, sauber und frei von Staub, Salz, Fett und Öl ist. Decken Sie die Kanten mit Klebeband ab, um gerade und scharfe Kanten zu erhalten. Öffnen Sie den Eimer und mischen Sie ihn gründlich, um eventuelle Ablagerungen zu entfernen. Gießen Sie den Härter in den Eimer und mischen Sie ihn 30 bis 60 Sekunden lang gründlich, bis die Masse völlig homogen ist. Beachten Sie, dass mit der Zugabe des Härters der Aushärtungsprozess sofort beginnt. Gießen Sie nun das Material direkt aus dem Eimer auf die Auftragsfläche. Verwenden Sie eine Walze, um die Oberfläche mit dem Material zu bedecken. Entfernen Sie das Klebeband, wenn der Vorgang beendet ist und bevor das Material vollständig getrocknet ist. Die Aushärtungszeit beträgt in der Regel nur 20 Minuten, abhängig von den Wetterbedingungen. Wenn das Material ausgehärtet ist, können Sie die vorgeformten Symbole von Gavaco Markings anbringen. Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie sich gut miteinander verbinden und keine Grundierung erforderlich ist. Gavaco Markings verbessert die Infrastruktur für Mikromobilität. Wir bieten die Komplettlösung für nahezu jede Art von Anwendung, unabhängig von Größe, Standort und Anforderung. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Gavaco Markings, um mehr zu erfahren.